I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror. Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal, ja, zur Abwechslung, Premium, ne, gibt ja ein paar im Shop und gab es jetzt auch die letzte Zeit. Möchte heute mal die ISU 130 mit euch anschauen, was ich da so davon halte. Wir können sie mal, auch das, deswegen hatte ich sie eigentlich heraus. Na, wo ist er denn hin? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er ja. Ne, gibt ja die normale ISU 152 mit der schönen Alpha-Kanone und die ISU 130. Ganz klar, Premium AP, Riesenvorteil. Schauen wir mal direkt auf die Kanone. 3,6 Sekunden Endtime. Ich habe jetzt die Dispersion gewählt auf 100 Meter mit 0,277 Dispersion. In der Regel zielt er mit einem TDE komplett ein oder zeitstationärer als mit einem beweglichen Panzer. Dadurch sind diese 3,6 Sekunden auch noch relativ okay. 2,9 DPM, 2,57 Pen auf der normalen AP, auf der Premium AP 226 Pen. Macht Sinn, da mehr Premium AP mitzunehmen, tatsächlich, um den höheren Alpha rauszunehmen. 6 Grad Gun Depression ist okay, ist machbar, ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe ihn so eingerichtet, da mal wieder das Falsche ausgewählt, wie auch immer. Pen Boost, einfach um diese Premium AP besser benutzen zu können, da mein Dispersion Wert runterzufahren. Und hier ist auch noch das Falsche ausgewählt. Munitionsverteilung 5 AP, 15 Premium AP, 5 HE. Ist jetzt Geschmackssache, der eine sagt, okay, ich nehme mehr normale AP mit, der andere sagt, ich nehme mehr Premium AP mit, okay. Schauen wir auch direkt rein, das ist im Endeffekt, jeder, der eine ISO hat, der wird das Ding kennen. Und der eine mag es, der andere mag es nicht. Das ist einfach Geschmackssache. Jetzt schauen wir mal, dass wir in ein Match kommen. Wenn er uns lässt, der liebe Matchmaker. Mit der ISO ist es immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Dadurch, dass ihr nicht diesen hohen Alpha habt, seid ihr nicht so abschreckend für die Mates und Lights. Dadurch seid ihr halt öfter in der Rolle, dass ihr halt gefarmt werdet oder die denken, dass ihr euch farmen könnt. Da macht es halt die DPM dann aus. Da haben wir auch direkt die Premium AP. 10 Premium Panzer ist wurscht. Macht eh genug Credits. Von dem her. Jo. Oh, ja, moin. Ich habe leider einen Chat aus. Wenn du das Video siehst, dann. Können wir mal kurz einen Chat anmachen. Schauen wir mal. Boah, gucken wir mal. Direkt mal vorne mit ran und gucken wir mal, die werden jetzt da auch schon zurückfahren, okay? Gucken wir mal hier. Wäre jetzt eigentlich cool, wenn ihr mäht. Der Gun Arc, seht schon, links und rechts. Ist jetzt nicht sonderlich groß. Ich will jetzt eigentlich noch nicht reinfahren, weil ich nicht weiß, wann, wo und wie was steht. Aber. Ist er so nett und fährt vor? Er fährt da rein. Rückwärtsgang ist auch nicht das größte bei dem. Eine schlechte Position für den. Moment. Schauen wir mal. Irgendwo eine Premium AP. Gerade. Die Hitpoints habt ihr nicht genug, um da irgendwie zu traden. Ah, aus Versehen doch. Er will mich jetzt wahrscheinlich auch pushen. Ah, wenn er mich pushen will, dann soll er rüberkommen. Den Schuss kann ich ab. Wäre jetzt nice da, wenn ich Support hätte. Schnell genug nachgeladen. War da jetzt ein bisschen sehr aggressiv mit der ISO. Dachte eigentlich, dass die Mates hier ein bisschen mehr mitspielen und mehr Druck machen. Und gerade die IS-3 hier wäre eigentlich echt praktisch gewesen. Auch unser Ferdi, der hier einfach unten lang fährt und weiß nicht, was er tut. Natürlich ein bisschen ungünstig, der hat ja nicht der Hälste. Wäre jetzt da oben eigentlich sinnvoller gewesen bei mir.
wenn er da mit dabei gewesen wäre oder geblieben wäre, um einfach mich zu unterstützen an der Position. Jetzt im Moment natürlich kacke, ne? Wenn er dafür sowas gepusht werdet, das halt einfach nicht. Ihr habt nicht genug HP, ihr habt nicht den schnellen Reload und vor allem nicht den Alpha und den Durchschlag auf der Premium AP. Und da wird's halt dann schon schwierig, ne? Nicht mehr so viele HP. Schalten wir den Chat wieder aus. Könnte theoretisch haben. Ja, ISU 130. ja, ist Gewohnheitssache, ne? Die ISU 130. Ihr könnt da echt gute Runden haben, wenn das Team mitspielt und vor allem, wenn das Team irgendwie sich zumindest bemüht, mit vorne ranzufahren. Da wird es halt dann schwierig, ne? Gerade mit der Premium Pen. Gun Depression habt ihr dafür solche Positionen nicht genug. Und dann ist es halt doof, ne? Schauen wir mal direkt in die nächste Runde. Die haben jetzt hier 3 Mets, 4 Mets sogar. Würde jetzt eigentlich gerne hochfahren, wahrscheinlich fährt das Team runter. Und damit wird es schwierig. Schauen wir mal. Wir haben 3 Mets oben. Wenn ich jetzt sogar 4 Mets oben. Ne, 3, 4, 4. 4 gegen 4. Können wir jetzt eigentlich mit unserer DPM gut mithalten. Ist halt unklug, da jetzt zum Beispiel mit dem T34, ihr habt einen guten Turm, in die Stadt zu fahren. Das ist ein bisschen schwach. So, schauen wir mal, was sich da so ergibt. Es ist offen. Gut, der ist jetzt eigentlich easy penetrierbar. Will jetzt eigentlich auch auf die rechte Seite, um einfach meine Mates zu unterstützen. Die lassen sich dann nämlich brutal weit zurückfallen und seht schon das Crossfire, wo die da aufbauen können. Auf die zwei hier links. Ist halt schlecht, ne? Braucht halt hier oben. Gemein, nur die besseren Alpha. Ich bin jetzt eigentlich hier dumm von dem. Der war lucky. Mal schauen, ob er unseren Reload unterschätzt oder ob er ihn kennt. Der war dankbar. Oh, jetzt fahr mal weg da, Kollege. Du stehst eigentlich echt im Weg. Er steht halt hier richtig schlecht. Kann jetzt halt auch nicht reinfahren, weil ich eigentlich da hinter dem Panzer. Ja, Kollege. Ich will hier eigentlich hinter dem Wrack vorfahren und dann. Hier das Rad getroffen. Ah, wenn die Kanone trollt, dann trollt sie richtig. Ihr kennt das. Russenland. Eigentlich sehr zuverlässig, die Kanone. Das ist dann umso ärgerlicher, ne? Wenn man so Trollmomente habt, wo ihr aufgrund von den Gun-Arc. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen Damage rauskloppen. Und ihr seht schon, der Damage, der baut sich da so schnell auf. Ihr seid gut mobil. Macht's einfacher, ne? Das Team auch schön aggressiv, das ist gut. Treffen jetzt dann natürlich unglücklich. Unglücklich seine komische Panzerung. Seid halt meine Granate mit. Ist halt, mit der Premium AP ist schwierig. Ihr habt eigentlich genug Pen für Achter. Aber trotzdem, ne, schwierig. Ihr habt schon gesehen in der Situation,
Man muss halt dann abwägen, okay, fahre ich rein? Lohnt sich's? Machen die Gegner Fehler oder was passiert um mich herum, ne? So, jetzt spielen wir hier mal ganz klassisch Teddy. Genau, direkt wieder auf die Premium-Munition. Sollte eigentlich nichts dabei sein, was er nicht penetrieren kann. Kaffer 4, okay. Hm. Also mal schauen, was der Kollege so tut. Haben wir jetzt hier natürlich so eine Art Player dabei, mal schauen. Scheint aber auch nicht recht mobil zu sein, sprich spricht eigentlich gegen den Panzer. Unsere Heavys fährt einer links. Okay. Ja, klüger, wenn der Löwe auch noch links gefahren wäre, um einfach die AP zu unterstützen. So, schauen wir mal, dass wir da hochkommen. Und der ist auch schon offen. Sprich, es steht irgendwas schon unten drin. Oder zumindest so, dass ich ihn spotten kann. So, schauen wir mal. Hinstellen, ne? Weiß auch noch nicht so ganz genau. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Zumindest kein Einschlag gesehen. Ja, das sind natürlich dankbare Schüsse, ne? Dankbarer Damage. Der Kollege da treffen natürlich genau die Oberplatte. War jetzt ungünstig. Schauen wir mal, dass wir hier oben kurz helfen. Ich könnte auch mal mit der AE seitlich reinhalten, genug Pen ab daher. Schade, der Stück will nicht nochmal, oder? Ja, doch, er will. Dann geben wir nochmal 600 mit. Ah, oh, bin jetzt natürlich offen, das ist ungünstig. Aber die ignorieren mich auch nicht. Nehmen wir doch den Damage schon mit. Positionieren wir uns jetzt mal um, das ist lucky, dass die hier so einfach stehen. Schauen wir mal den Teil an. Okay. Ja, da unten hat natürlich die wesentlich stärkere DPM und es stehen noch zwei hinten drauf. Und unser Team stellt sich dann nicht recht schlau an. Die SU steht auch hier hinten, ihr seht schon. Eigentlich total useless die Position, weil ihr einfach. Das ist ein kompletter Panzer, der total useless rumsteht. Schauen wir mal, ob der nochmal zurückfährt. Schade, haben wir nicht gekriegt. Aber wir können jetzt da eigentlich. Schauen wir mal. Ah, die haben von oben eine bessere Position, aber macht überhaupt nichts. Ich denke mal auch, dass die. Ah ja, schauen. War jetzt unglücklich, dass wir da genau die Kanonenblende getroffen haben. Nimm mal den Kollegen. Ihr seht schon, Rückwärtsgang ist jetzt leider nicht der schnellste. Warten wir mal kurz ab, ob er da blind reinhält. Steht 4-4, wir haben halt das Problem, dass er da näher an die Kante ran. Theoretisch sollte unsere SU da helfen können. Ich schieße auch noch daneben und jetzt, ja, GG. Ah, ich weiß nicht, was da unsere Mate oben gemacht haben, das war jetzt ein bisschen unnötig. Er ist halt auch nicht der beste Spieler leider. Von dem her, war es eigentlich eine ganz brauchbare Runde. Ja, nee, ich schreibe jetzt aber nichts drauf zurück. Chat wieder aus. Wollte eigentlich, dass der Tiger 2 da schön spottet, aber. Der war wohl nicht so.
theoretisch noch gewimmer, praktisch eigentlich nimmer. Es ist durch. A, ist er zu langsam. B, reicht die DPM nicht aus. Er hat zwar eine gute DPM, aber der fährt jetzt genau ins Crossfire rein. Denk mal, dass der. Naja, KV4 ist nicht mal mehr oben. Aber der kann ihn easygoing penetrieren. Und der kann den KV4 eigentlich kaum penetrieren. Und es klug anstellt. Jetzt kommt vor allem dann noch der Helsing und der andere. Der winkelt. Oder überwinkelt, sagen wir es mal so. Müsste da eigentlich ranfahren. Einfach um die DPM im Mann zu bringen. Aber er bleibt einfach stehen und. Das ist halt. Ja, Black Prince. Schlecht, ne? Schlecht, wenn er so solche Trades macht. Kanone, weiß nicht, ob das die Top Gun ist. Schwer zu sagen. Aber ich denke mal nicht, dass er da die Top Gun hat. Aber ihr seht schon, der wird einfach auseinandergeschraubt. Da gibt es Chance. Schauen wir mal, ob wir noch eine Runde kriegen, wo wir irgendwie mal was tun können. Der erste war doch ziemlich schnell. Ja, 3-7 Damage. Aber, ja, die Mates wollten wohl nicht so wie wir wollen. Von dem her schauen wir mal. T9. Jetzt haben wir natürlich weniger AP dabei. Nichtsdestotrotz haben wir T54 Mäuschen. Schauen wir mal, wo wir das Mäuschen penetrieren können. Weiß jetzt auch nicht genau, wo ich hinfahren soll. Es ist viele Heavies. Ich hoffe, dass einer in die Mitte fährt. Damit könnte man eigentlich hier oben gut arbeiten. Schauen wir mal, wie sich das Match so entwickelt. Die haben halt zwei Mates, also ein Light, ein Mate. Das ist ein bisschen eklig ist. Und hier schreit schon wieder einer um Hilfe. Ist halt schwach, wenn ihr dann schon im Tier 9 seid und immer noch auf die falsche Flanke fährt. Weil ihr denkt, ihr könnt es reißen. Oh, nice. Man muss auch mal Glück haben, ne, mit Schüssen. Ja, müssen wir halt abwarten, ne. Kampfpanzer steht hier eigentlich nur dumm rum. Ah, fährt der Kollege noch was machen. Ich stelle mir jetzt auch mal hier weiter zurück. Und, ungünstig die Situation. Ich bin jetzt auch offen. Standard B wahrscheinlich. Bounce jetzt auch noch. Die Situation ist mehr als bisch. Unnötig KP reingetradet für nix im Return. Wenn wir uns da hinten raufstellen können. Das Mäuschen fährt jetzt zwar in der Mitte runter. Aber nichtsdestotrotz schauen wir mal. Der Kampfpanzer ist halt da schlecht aufgestellt. Das ist eigentlich da mal. Kriegspots gehen immer. Also halt hier die Mitte abändern. In der Hoffnung, dass sie aufgehen und Fehler machen. Aber dem scheint nicht so. Und ich fahre mal mit ran. Ich will da nicht alleine gegen die T49. Unser Kampfpanzer ist halt echt passiv. Das macht das Ganze nicht einfacher. Ich hoffe jetzt einfach, dass der T49 dann nicht so hell ist und uns flankiert und von der Seite kriegt. Eine Seitenpanzerung hat er halt absolut keine. Nehmen wir doch den Damage. Und dann schauen wir mal. Der ist auf die offene Fläche gefahren. Macht am meisten Sinn, mit einem Light auf einer offenen Fläche zu spielen. Aber es kommt jetzt halt drauf an, ne? Die stellen sie jetzt hier auch alle ins Cap. Platz da auf Kingston. Nice. Oh, nochmal gut. Wenig Damage eigentlich, leider. Ein paar unnötige Trades eingegangen. Aber es soll auch vorkommen, ne? Oh, und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.